Alter, was geht ab, Leute? Homie, ich habe hier mal die alten Videos offen, könnt ihr schon sehen. Habe ich mal nach Alter sortiert, weil Spieltrend hat jetzt ein paar Videos hochgeladen, Jahresrückblick 2017 und so. Und ich hatte es eigentlich nicht vorzumachen, weil ich ja zum Jubiläum von Pokémon Go so ein Highlight-Video gemacht habe mit den ganzen Highlights und dann dachte ich, ist eigentlich wieder dasselbe. Aber dann habe ich Spieltrend so beobachtet und eigentlich war es schon cool. Vor allem das Jahr 2017 war. Das Jahr, das war super saftig, das war eigentlich richtig geil. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass am Anfang des Jahres, das ist echt noch gar nicht so lange her, also jetzt nicht mehr am Anfang des Jahres, sondern am Anfang des letzten Jahres, 2017, ich so 100 Views pro Video hatte. Keine Ahnung, 200, 300 Abonnenten vom alten Kanal noch. Und jetzt sind wir halt hier, wo wir sind. Deswegen dachte ich mir, okay, schauen wir uns das doch nochmal an. Vor allem, weil das so viele von euch wollten und danach gefragt hatten. Und also die Videos waren irgendwann im Sommer 2016. Aber das ist ja das 2017 Jahresrückblick. Also brauchen wir das erste Video von 2017. Und genau wie letztes Jahr gab es ein Weihnachtsevent mit genau hier. Also das habe ich auch für heute rausgesucht. Schaut euch das Video von heute an. Das andere Video. Die Szene Barisch und da hat es dann ungefähr angefangen. Hier irgendwo 2017 dann. Ihr könnt schon sehen, ein paar hundert Views hatten wir nur. Oder ich hatte das nur damals. Ein bisschen Samnest abgecheckt. Richtig, das war. Ich habe heute ein Video gemacht, wo ich ein schlechtes Nest abgecheckt habe. Und dieser Massmann Park ist auch so ein schlechtes Nest. Aber Bisasam damals noch richtig geil. Starter-Pokémon. Dann Sichlo-Nest, das war im Westpark. Westpark, eines der besten Nester. Damals mit Dimi noch. Und da sind die Weihnachtsboxen zum ersten Mal rausgekommen. Mit den verschiedenen Angeboten. Ich habe hier gar nichts vorbereitet. Ich schaue mir selber die alten Videos nochmal an. Also alles hier spontan, so wie immer. Dann haben wir ein Onyx-Nest abgecheckt. Weil Stalos gekommen ist. Beziehungsweise Stalos kurz davor war zu kommen, Gen 2. Und damals, wir wussten noch nicht ganz genau, was gut ist. Genauso wie mit Dimi, dem Sichlo-Nest, Sherrox. Dann hier Stalos. Das war eigentlich noch 2016, Ende. Das war noch vor Weihnachten. Also das war ungefähr während Weihnachten, meine ich. Danach fing es dann erst an. Zu Weihnachten habe ich mir dann das neue Handy geholt. Und die Videos waren noch ohne Screen Recorder, alles richtig schlecht. Und jetzt dann dieses Lapras Galaxy im Friedhof, Scanner Tour des Grauens. Das hat sogar 1400 Views, also das war schon eines der besseren Videos. Und da hatte ich zum ersten Mal Screen Recorder, das war echt lustig. Und das war, glaube ich, das Video, wo Dimi die Scanner Tour abbrechen musste, weil er auf die Toilette musste. Ja, und da so um die Zeit ging, fing es auch an mit dem 100er Hype. Haben wir angefangen, 100er zu sammeln und zu jagen, viele Touren. Unser erstes Dragoran, das hat sogar 6500 Views. Richtig krass. Überrascht mich schon. Aber ihr könnt sehen, okay, das hat auch 5300 Views. Das überrascht mich auch. Da haben wir eine kleine Tour gemacht, ich und Bagisch. Da hatten wir ab und zu ein paar Arena-Touren gemacht in der Nacht und uns überall reingesetzt. Und er ist halt ein echt verrückter Fahrer. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm unterwegs war, hatten wir irgendwie Probleme mit der Polizei. Da hat das Video Fukano 100%, Akani, das war geil. Damals gab es noch keine TMs und Tati hat immer die richtigen Attacken bekommen. Dann das hier, nur 438 Views, aber eines meiner Lieblingsvideos. Da streiten wir uns über eine Baumschule, weil die Jungs nicht wussten, was eine Baumschule ist. Schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, was eine Baumschule ist. Dann wie immer haben wir im alten Yu-Gi-Oh! Shop vorbeigeschaut, paar alte Freunde besucht, aber nichts Besonderes. Da bin ich Level 37 geworden. Vor 11 Monaten, okay. Carpador Nest abgecheckt, neue Arena bekommen. Nichts allzu Besonderes. Valentinstag-Event wurde angekündigt. Das war dann so langsam die Zeit, wo ich mehr gespielt habe. Davor war ich echt nicht so krasser Spieler. Und da ging es dann so richtig ab. Aber mehr dazu dann in dem kommenden Wieso ist Pinsir mein Lieblings-Pokémon-Video, was ich schon so lange versprochen habe. Doppel Candy, Scanner-Tour, um die ganzen Bonbons zu sammeln. Und dann ist auch Gen 2 gekommen und damit ist der Hype und der Aufschwung für meinen Kanal gekommen. Erst mit Gen 2 ging es eigentlich los, bei Gen 1 habe ich ein bisschen zu spät angefangen und da war eigentlich der Hype auch schon wieder vorbei. Ein Monat hielt der Hype, eigentlich der richtig krasse Hype. Hätte ich damals angefangen, dann würde es jetzt ganz anders aussehen, aber besser spät als nie. Und ja, das erste krasse Video war eben dieses Parsing Arcaden Fail Video. Weil jeder vermutet hatte damals,
oder paar vermutet hatten, dass das irgend so ein Event ist, wo möglicherweise Legendäre freigeschaltet werden. Damals hatte noch keiner eine Ahnung von Raids und so. Und das ging ab, hat ein paar Views bekommen. Aber der große Hit kam erst mit zwei bestimmten Videos. Und zwar war das mein erstes Incognito und mein erstes Despota. Incognito bekommen, im Gegensatz zu Spieletrend, bei ihm ist es geflohen mit gelber Berge. Und Despota nicht bekommen, richtig leidend. Der hatte sogar 96 wild gekommen, über 2000 WP, 96%. Das waren so die zwei überkrassen Videos, wo dann die meisten auf mich aufmerksam wurden. Und dann haben die gesehen, dass die anderen Videos gar nicht so schlecht sind. Und dann sind die meisten geblieben. Und von da an ging es eigentlich bergauf. Ein paar coole Videos haben wir gemacht. Erstes kann die Money Nest mit den Jungs abgecheckt. Erstes Scanner-Tour mit Gen 2. Und da haben wir auch Felix kennengelernt, der hat uns eingeladen und dann seitdem ein guter Kollege. Da rede ich über die Map. Immer eines der erfolgreichsten Videos, wenn ich über die Map rede. 25.000 Aufrufe. Und hier erstes Vollgegen-Nest abgecheckt. Das da ist Felix. Dann habe ich halt angefangen, mein Ding durchzuziehen. Hier und da. Hier könnt ihr sehen, vor 9 Monaten 1000 Abo geknackt. 1000 Abo Special sozusagen, 9, 10 Kilometer Eier gebrütet, aber ist nicht unbedingt ein Special. Hier 4 Millionen Staub gemacht. Ich habe jetzt das 9 Monate später und ich habe nicht mal das Doppelte, weil ich immer irgendwas pushen will, wie zum Beispiel letztes Botobild. Und hier, ah, das war auch geil, das war richtig geil. Und zwar das Wasser-Event, wo Niantic den Fehler gemacht hatte und am Anfang ganz viele Dratinis und Dragoniers gespawnt sind. Ich habe das ausgenutzt, ein Kollege hat mich gerufen. Und dann haben wir einfach Dratinis gefarmt, ohne Ende. Leon Nest abgecheckt mit Philipp. Das war auch eines der größeren Hits am Anfang. Das war das Leon Nest im Botanischen Garten. Ich habe da, glaube ich, sogar mehr als 600 Bonbons gemacht. Fast 1000 sogar. 3 Euro hat der Eintritt gekostet und da habe ich diese coole Szene gedreht. Habe ich dann letztens auch verwendet nochmal. Beim Hydropi Nest. Weil das ist genau derselbe Botanischer Garten. Botanischer Garten übrigens auch da, wo das Trassler war. 100%, Level 35. Zum Glück war das Tor offen. Kleiner Scherz. Dann, was gibt's sonst noch so Besonderes? Habe ich meine stärksten Pokémon gezeigt. Da hatte ich noch keinen Despota. Jetzt gesehen, mein Despota ist mir geflohen. Ansonsten Lavita in München nicht so häufig, deswegen noch kein gutes Lavita gehabt. Und Raids, wie gesagt, damals gab es keine. Level 38 geschafft. Und da kam jetzt auch nochmal was Cooles. Und zwar habe ich Spieletrend herausgefordert sozusagen. Ich hatte ihn damals nicht so regelmäßig geschaut, weil ihr wisst, ich habe alles auf Englisch, ich schaue die meisten Sachen auf Englisch. Prodigy's Nation, Mystic 7, Trainertipps und so. Und da hatte ich halt Julian und Spieltrend echt kaum verfolgt. Und dann bin ich halt genau Anfang des Events, Oster-Event, Level 39 geworden. Und dann habe ich mir halt selber die Challenge gesetzt, während des Events 40 zu werden, 5 Millionen. Und die Glückseier waren halt so billig, 50% Rabatt für 25 Glücksei hast du nur 600 irgendwas gezahlt, was halt richtig krank ist. Und das Angebot kam nie wieder seitdem. Das war vor fast einem Jahr. Und auf jeden Fall haben dann viele Zuschauer in die Kommentare geschrieben, dass Spieletrend auch genau zur selben Zeit ungefähr Level 39 geworden ist. Wir waren halt beide gelb, beide Level 39. Dann habe ich halt zum Spaß diese kleine Challenge an ihn geschickt. Damals kannte er mich auch nicht. Er hatte nur das Incognito-Video gesehen. Und er hat halt angenommen. Hier das Video, 35.000, war ganz lustig und bin ein bisschen früher als er Level 40 geworden, einen Tag glaube ich. Das war das erste Mal, wo ich Level 40 geworden bin, jetzt bin ich dreimal Level 40. Ansonsten, hier könnt ihr das auch nochmal sehen, ungeschnitten die letzten 15 Minuten, bis ich Level 40 geworden bin. Damals gingen die Incognitos ab, die Incognito-Videos, jetzt dann mit den Events, wo überall Incognitos spawnen, interessiert es kaum noch einen. Hier meine zweite Chance. Das Video war auch geil, ja. Das Video war geil. Meine zweite Chance auf Despota Wild. Und das war auch mein Pokédex-Eintrag. Damit habe ich Gen 2 fertig gemacht. Also abgesehen vom Botobild und den Legendären und so. Der kam genau da, da hinten, bei mir im Panzerwiese. Auf der anderen Seite von der Panzerwiese halt. Musste mein saftiges Essen stehen lassen dafür. Bin dann dahin. Aber hab's geschafft und den bekommen. Zweite Chance. Dann hier haben wir einmal eine Arena-Tour gemacht mit dem alten Arena-System noch. Team Instinct. Ihr wisst, Team Instinct richtig schwach. Und wir haben die Arena auch sehr schnell wieder verloren, aber hat Spaß gemacht. An dem Abend habe ich einen guten Kollegen kennengelernt. Und zwar den Riad, den gelben Terror aus Schwabing. Der, ihr wisst, die Mewtwo-Einladung hatte. Mit den schlechten Pokémon, obwohl er Level 39 ist. Und da könnt ihr es dann auch schon sehen.
Uni-Alltag, da habe ich dann angefangen mit ihm zu chillen in der Uni. Gesteins-Event war auch cool, da haben wir auch viel gescannt. Da sind die so abgegangen, die Gruppe, also die ESG-Gruppe. Da gab es eine Gangliste, wer die meisten Lavita gefangen hat, und manche waren da jeden Tag unterwegs. Das war richtig krank. Ich war auch ab und zu unterwegs, aber jetzt nicht so übertrieben. Da habe ich auch 2,98er gefangen. Das war damals das Beste. Auch hier direkt entwickelt, 2,98er. Oder 1,98er und 1,93er. Der war aber Level 30. Wie immer, einfach Spaß gehabt. Paar Touren, dies, das. Nichts allzu Besonderes. Hier über der Push-Trick, wo ich mit meinen 3-4 Handys über 100% gepusht habe. Überpusht habe. Ging es ein bisschen runter. Da habe ich ein bisschen Pause gemacht. Da hatte ich meine Bachelorarbeit nicht so viele Videos gemacht. Da kam, glaube ich, eins die Woche sogar nur. Und hier 100% Relaxo verpasst. Das war leidend. Bachelorarbeit geschafft. Das war dann genau rechtzeitig für das Feuer- und Eis-Event. Was ziemlich saftig war, weil, wenn man es genau genommen hat, das sogar besser war als ein Doppel-EP-Event. Und da bin ich dann zweimal Level 40 geworden. Wo ist das? Müsste hier irgendwo eigentlich auch sein, oder? Sehe ich gerade nicht. Ne, ich habe nur 30 Millionen geschafft. Oh. Mann, war ich schwach damals so. Ah ja, das war auch nicht schlecht. Das war die Anfänge, wo wir dann immer Softbands kassiert hatten. Und damals noch nicht jeder über Softbands Bescheid wusste und was das genau war. Und nicht jeder normale Spieler hatte das damals so schnell bekommen. Aber wie gesagt, das Event war so saftig. Und dann kam das neue Arena-System. Und Raids sind auch gekommen. Der erste Raid im Parsing. Ich habe mir das Video letztens angeschaut. Die ganzen Stops noch umgedreht. Das war echt krass. Ein Rizagos war mein erster Raid und meine Box war sogar voll, ich konnte ihn gar nicht fangen, ich musste wieder raus, was verschicken und dann konnte ich den erst fangen. TMs verwendet, erste Raid-Tour sozusagen, ein paar Despotas und Relaxos gemacht. Das war echt verrückt, da hatte ich Uni und ich bin aus der Uni raus für einen Raid, einen Vierer. Und damals dachte man noch, die sind richtig selten, hat sich dann herausgestellt, dass das nicht so ist und es halt ein Visa-Floor war, richtig traurig. Und dann sind wir immer weitergefahren, noch ein Raid und noch ein Raid und dann war ich irgendwie so 2-3 Stunden weg auf Toilette. Aber war lustig. Da hatte ich hier erst 4.000 geknackt. Das war halt vor 6 Monaten erst. Und jetzt habe ich 11.000 auf dem Weg zu 12.000. Von einem halben Jahr erst, richtig krank. Guten Account angefangen und direkt wieder gestorben. Aber ich überlege mir wieder einen zweiten Account zu starten. Schreibt es unten in die Kommentare, falls ihr das sehen wollt. Habe ich mir echt überlegt, aber mal schauen. Da bin ich mir noch unsicher. Was gab es sonst noch so Interessantes? Da haben die Safari-Zone angefangen, okay. Eine Safari-Zone wurde angekündigt. Und da kam auch schon das Jubiläum. Vor 5 Monaten. Okay, wie lange ist das denn schon wieder her? Ein Jahr Pokémon Go. Okay, ich dachte echt, das wäre vor kurzem erst gewesen, das Video. Aber das war auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Wie krass. So krass, wie schnell die Zeit vergeht. Die Legendären wurden angekündigt, okay. Und dann fängst du an. Hier mein erster Lugia-Raid. Arctos, mein erster Arctos Raid, dann das GoFest, endlich mal wieder Doppel-EP, wie viel habe ich da gemacht? Da bin ich dann glaube ich auf 40 Millionen gekommen. Lavados, vor 5 Monaten, da habe ich Hilfe gebraucht für den Shop, da hat sich ein Kollege gemeldet und der hat das, hey, okay, jetzt habe ich es nicht an, aber der hat echt gute Leistung geliefert, abgeliefert. Was gab es sonst noch so? Alle Level 40 aus der Tati, der hat so langsam angefangen. Das war echt lustig, wo dann alle geschrieben haben, ist Tati endlich Level 40 und dass er immer so leidet, weil er nicht 40 ist. Wann war das? Vor 5 Monaten. Da können wir ja sehen, wie lange er gebraucht hat, bis er Level 40 wurde, weil da war er eben, da war er bereits schon ewig Level 39. Und dann können wir sehen, wie lange er von da, wo er bereits ewig Level 39 ist, auf Level 40 gebraucht hat. Dann war ich hier in Prag. Event wurde zwar abgesagt in Prag, aber wir hatten schon alles gebucht und wieso nicht? Cooles Wochenende einfach so. Und dann bin ich zurück und Julian war in München und da habe ich zum ersten Mal Julian getroffen und 100% Kagame aus dem Modul verpasst. Das war echt leidend. Ansonsten, was war noch ein Hit? Hier gönnt er oder gönnt er nicht? Alex ist ein 100% Zapdos geflohen und Cora hat sein wahres Gesicht gezeigt als der Nichtgönner. Da habe ich Julian herausgefordert für das 100% IV Battle. Nee, ich hatte ihn schon davor herausgefordert. Das war so noch ein Update. Auf jeden Fall hat mir einer gesagt, ich weiß auch nicht mehr wer, dass Julian auch relativ viele Hunderte hat. Er hat es halt damals nicht so offen zugegeben. Damals war er noch ein bisschen
Maps und so nutze ich nicht und sowas. Also eher der heimliche Jäger, der Map-User. Und dann hat er langsam, hat er dieses eine große Video gemacht, wo er es endlich zugegeben hat, und dann hat sich herausgestellt, dass er echt eine Menge hat, überraschend viel. Und dann kam irgendwann das IV-Battle. Das war auch sehr, sehr lustig. Und halt, das war auch eine geile Zeit in Pasing. Ihr könnt sehen, so viele Leute. Das war zu dieser, war das die Safari-Zone? Ja, steht ja da, Safari-Zone. Das war echt eine geile Zeit. Ich habe ein Softband kassiert, obwohl kein Event war, weil es jeden Tag da war. Und dann ist Julian nochmal gekommen, haben wir halt das IV-Battle gedreht. Und auch hier der Vergleich. Da hat es angefangen. Da haben die Leute gecheckt, da habe ich Birgit gehypt als krasse Spielerin. Und dann fing der Birgit-Hype an. Das war auch ziemlich cool. Dann, das war ein cooler Sommer, und dann ist ein bisschen abgefallen. Dann fing es an mit, sind meine Pokémon gut für mein Level? Ich weiß auch nicht mehr wie, aber auf einmal habe ich ernst viele Nachrichten bekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich das mal. Und dann kamen so viele Nachrichten. Und dann irgendwie war es richtig schlecht, aber für die kurze Zeit war es echt lustig. Ansonsten, hier ein FAQ. Schaut euch das FAQ-Video an. Wir werden so oft Fragen gestellt, die werden alle in diesem Video beantwortet. Und dann fing es an mit neun Legendären: Raikou, Suicune und Entei. Das war auch erst vor 3 Monaten richtig krass. Zwischen 3 und 4 Monaten. Die Zeit vergeht echt schnell. Mein erster Livestream? Nein, nein, das war nicht der erste Livestream. Wo ist der erste Livestream? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da angefangen zu streamen. So spontan. Dann kam Oberhausen. Hier, wie ich das Ticket bekommen habe. Richtig Glück gehabt. Wo ich sogar ein bisschen später dran war. Und ein paar, die früher dran waren, keins mehr bekommen haben. Dann bin ich nach Oberhausen gefahren mit Kogai. Ein paar coole Videos gedreht. Oberhausen war richtig saftig. Hat echt Spaß gemacht. Vor allem da. Spieletrend zum ersten Mal getroffen. Julian war auch wieder am Start, natürlich. Also, das war tipptopp. Und dann kam der erste EX-Raid. Erste Mewtwo EX-Raid. In Pasing, weil das die gesponserte Arena ist. Ich habe leider keinen mehr bekommen. Weil das war schon zu lange her, dass ich dann in Pasing war. Weil ich war beim Safari-Zone-Event dort und dann danach halt gar nicht mehr. Da war ich halt in Oberhausen und hieß das. Und unser erster Werbeclip. Echt lustig, voll der Schmarrn, aber hey, wir sind jung und brauchen das Geld. Und hier hat sich Alex wahres Gesicht gezeigt. Der Cheater. Damals war es nur eine Vorahnung, eine Prognose, dass er mal ein richtiger Cheater wird. Da hat er halt diese Nachricht bekommen und den Shadowban. 6 Millionen Staub habe ich da erreicht. Bei dem, was war das für ein Event überhaupt? Superinkubatoren, was war das für ein Event bitte? Doppelsternstaub, okay. Doppelstaub-Event, stimmt. Dann Safari-Zone Prag war ich. Mit den Jungs, da waren alle am Start. Ah, das kommt erst noch hier unten. Aber da wurde es angekündigt. Und Scanner-Tour Fürstenfeldbruck, Perchnight war jetzt nicht so erfolgreich, aber da kamen coole Sachen. Aber leider nicht in der Nacht, wo ich unterwegs war. Da haben wir die 10.000 geknackt vor 3 Monaten. Danach ist der Hype ein bisschen runtergegangen. Winter kam und so. Und jetzt mit Gen 3 ist wieder bergauf. Aber da war echt ein bisschen Stillstand danach. Ihr habt es gesehen, wie schnell wir die 10.000 erreicht haben. Aber dann zwischen 10.000 und 11.000 war es echt langsam. Dann hier, wie gesagt, Prag. Endlich das 100% Kagama. Richtige Leiden für Tati. Der hat 200% Kagama verpasst. Jetzt hat er gar keins. Und danach bin ich sogar überraschenderweise nach Amsterdam gefahren. Sehr, sehr spontan. Meine Meinung zu Gacha, wieso ich das nicht mehr verwende. Und danach kam Halloween-Event. Das war ja noch nicht so lange her. Doppel Candy. Und schaut, jetzt hier. Jetzt ist es erst da, wo Tati Level 40 geworden ist. Er hat 3 Monate gebraucht. Und da bei dem Video war er ja bereits richtig lange 39. Also, deswegen könnt ihr seine Leiden verstehen. Ich glaube, er war ein halbes Jahr, wenn nicht länger, Level 39. Richtig leiden für ihn. Ja, da hat er es endlich geschafft. Glückwunsch an ihn. Dann kam Draconius Go. Und auch da überlege ich mir, weil ich habe ja ein Zweithandy, ob ich Draconius Go spielen soll, ob ich Ingress spielen soll oder ob ich halt einen Zweitaccount starten soll. Oder ob ich mein neues Geschäft starten soll und
für ein paar Leute zocken soll. Auf jeden Fall habe ich da ein paar Überlegungen, mal schauen, was ich da mache. Und was kam danach? Purge Nights kam dann für die ganzen Halloween-Sachen. Das war ganz okay. Eine neue Art zu überpushen mit dem Flugzeugmodus. Und dann hier. Es hat 3 Monate gedauert, bis der Shop bereit ist. Und hier könnt ihr sehen, Shop gestartet. War richtig leidend. Das war echt eine leidende Zeit. Also es gab ein bisschen Hate für den Shop, aber das war allgemein ein bisschen leidend. Also da haben mich voll viele falsch verstanden. Also mich juckt der Hate für den Shop nicht so. Aber da haben mich die Leute einfach komplett gelangweilt. Also die Leute, damit meine Zuschauer. Weil ich darf nicht überpushen. Also zu der Zeit meine ich jetzt. Da kam Hate. Ich soll kein Draconius Go bringen. Ich soll nicht überpushen. Ich soll keine Purge Nights machen. Dies, das nicht. Das hat mich halt echt gelangweilt. Ich darf nicht zu viel, ich darf keinen Job machen, weißt? Ich mache, was ich will, und das hat mich echt richtig hart gelangweilt zu der Zeit. Da habe ich eine kleine Pause gemacht, mit den Yu-Gi-Oh! Jungs gechillt. Und mit den alten, also mit den aktiven Yu-Gi-Oh! Jungs hier, und mit den alten Yu-Gi-Oh! Jungs hier. Das hat mir wieder Kraft gegeben, hat wieder Spaß gemacht. Kleine Auszeit, also mit der Auszeit meinte ich 1, 2 Tage. Und manche hatten Angst, dass ich dann komplett aufhöre. Und ja, jetzt ein paar Videos, die eigentlich noch relativ aktuell sind. Harry Potter Go. Jiren vs. Goku. Zu krasser Kampf. Heute, genau heute, Jiren vs. Vegeta. Auch richtig geil. Discord gestartet. Checkt meinen Discord-Channel ab. Der Kollege Heyo kümmert sich darum. Dann fing es hier an mit den Boxen, die mir immer zugeschickt werden. Echt coole Sachen sind drin. Macht einfach Spaß. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch und habe einfach Bock auf Überraschungen. Yellow Instinct, nicht Yellow Instinct, Yellow Shining von Team Instinct, Berlin City. Ich habe das vor, dieses Jahr noch, Anfang des Jahres irgendwann, wenn ich die Zeit finde, hier in München. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr Interesse habt oder irgendwie mithelfen wollt, wenn ihr aus München kommt und Team Gelb seid. Ansonsten kam halt jetzt dann so langsam Gen 3 Hype. Viele Livestreams gemacht und dann kam Doppel-EP und Doppel-Sternstopp-Event. Da ging es ab. Wette gegen Alex. Ansonsten sind wir eigentlich fast aktuell. Viel EP gemacht, viel gegrindet. Dann ist danach Gen 3 gekommen. Seitdem sind wir eigentlich fast aktuell hier. Die ganzen Sachen von heute jetzt. Also war auf jeden Fall ein cooles Jahr. Gen 2 ist gekommen und damit der mein Channel so richtig gehypt worden. Und jetzt dann Gen 3. Cooler Sommer mit den ganzen Safari-Zonen und Events. Oberhausen, Prag, Amsterdam. Die Raids waren cool, wo sie neu rausgekommen sind. Also echt ein cooles Jahr. Und echt eine Menge erlebt. Hier könnt ihr sehen, die Jungs haben ihr erstes Mewtwo gefangen. Die EP-Wette, richtig verrücktes Video. Jetzt sind wir hier. Moment, aktuell gleich. Das war's. Ein Jahr, 2017. Was soll ich sagen? Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr immer reinschaut. Ihr seid echt saftig. Und echt eine Menge erlebt. Jetzt seid ich ein bisschen sentimental. Ich finde keine guten Abschlusswörter. Deswegen kann ich nur sagen, hoffentlich wird 2018 genauso geil, wenn nicht sogar geiler als 2017. Das war echt der Hammer, wie ich von ein paar hundert Views jetzt auf mehrere tausend Views, manchmal sogar über 10.000 Views gekommen bin. Abonnenten auch richtig krass. Also ihr seid echt krass am Start. Freut mich auf jeden Fall und das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt den Shop ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Und danke für das geile Jahr 2017. Hoffentlich begleitet und unterstützt ihr mich im neuen Jahr genauso wie letztes Jahr. Danke an alle und für alles. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.